Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Was für ein Jahr an der Börse, was für ein Jahr für den DAX. Das ganze Jahr war schon eine Rallye. Da hat sich der eine oder andere in der letzten Zeit eben gefragt, reicht es dann auch noch für eine Jahresendrallye? Und zuletzt ging dem DAX ja so ein bisschen die Puste aus. Stellt sich die Frage, geht da jetzt zum Jahresende noch was drauf oder nicht? Und was heißt das alles für Anleger? Darüber rede ich jetzt mit Christine Romar von der Citigroup. Sie ist mir jetzt von der Börse aus zugeschaltet. Hallo Frau Romar. Guten Tag, Frau Rehle. Frau Romar, ich habe es angesprochen, der DAX ist ja schon sehr gut gelaufen in diesem Jahr. Jetzt haben wir zuletzt so gewisse Ermüdungserscheinungen, ein paar Gewinnmitnahmen gesehen. Man hat ein bisschen Angst, was da von Seiten der Notenbank Fed kommen könnte und zieht sich dann vielleicht eher so ein bisschen zurück. Stellt sich die Frage, war es das jetzt für die Jahresendrallye? Sollte man sich an dem erfreuen, was der DAX bis dahin schon geliefert hat, oder geht da vielleicht trotzdem noch was drauf? Ja, also ich glaube, da sind viele Marktteilnehmer ein wenig überrascht worden. Also wenn man sich da umgehört hat, war eigentlich die 9,5 so das klassische Endziel für den DAX. Also da war auch ich persönlich ein bisschen überrascht, dass es jetzt doch zu gewissen Kursrückgängen kam. Aber Sie haben es sehr schön am Anfang angesprochen. Ich meine, wenn man sich einfach anschaut, was der Markt dieses Jahr gemacht hat, also wir sind bei knapp 20% von Jahresanfang bis jetzt. Also das ist ordentlich. Und ich glaube auch, gerade mit Hinblick auf 2014 ist eigentlich diese Situation aktuell eigentlich das Beste, was uns als Anleger passieren kann. Es kommt jetzt nicht noch zu dieser Übertreibung, so quasi die letzten 100 Punkte, die noch mit Gewalt erreicht werden müssen, sondern es hat so einen Anschein, der Markt konsolidiert, quasi geht ein bisschen zurück, heiße Luft geht raus, um quasi dann für 2014 gerüstet zu sein. Ja, für 2014 gerüstet sein, was heißt das dann? Stellt sich die Frage, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass es in 2014 wieder aufwärts geht, bedeutet das, der aktuelle Rücksetzer wäre dann quasi eine Kaufgelegenheit? Oder sollte man erstmal abwarten, was von Seiten der Fed jetzt kommen wird, Stichwort Tapering, denn das war es ja auch, was die Märkte zuletzt ganz ordentlich nervös gemacht hat. Was erwarten Sie hier? Ja, absolut. Also ich glaube, die Anleger, es kommt einfach darauf an, in welcher Situation man sich befindet. Ja? Wenn Sie jetzt ein Anleger sind, egal professionell oder privat, und sagen sich, ich habe hier schöne Gewinne in meinem Depot, ich möchte quasi den Jahresausklang hier ganz beruhigt beginnen, man macht Positionen zu, man nimmt Risiko raus, um dann quasi im neuen Jahr, da fängt ja alles wieder bei Null an, sich neu zu positionieren. Für andere natürlich, die im Markt noch nicht sind und die aber grundsätzlich immer noch davon überzeugt sind und mehr überzeugt sind, dass eben Aktienmärkte die einzige Alternative für eine langfristige Vermögensanlage sind, da würde ich dann schon eher Kaufmöglichkeiten sehen, wo man sich sagt, ich baue jetzt langsam Positionen auf. Ich sage immer, wenn man bei 9,4 bereit war, den Markt zu kaufen, dann sollte man bei knapp 9.000 oder knapp über 9.000 erst recht in der Lage sein, diese Entscheidung zu treffen. Und ganz kurz vielleicht Fed angesprochen. Ich meine, man muss einfach auch genau hinhören. Ich glaube, die Tatsache, wenn auch die Fed Tapering beginnt, bedeutet das ja nicht, dass Liquidität absolut dem Markt entzogen wird. Es wird einfach nur weniger Liquidität in den Markt hineingebracht. Ich meine, der Pool Liquidität ist voll. Und wenn auch ein gewisses Tapering vielleicht im zweiten Quartal beginnen sollte, heißt das nicht, dass Liquidität weniger wird, sondern sie wird einfach nicht noch stärker vergrößert. Also so viel. Obwohl netto natürlich noch mehr Liquidität in den Markt kommt. Ich meine, vergessen Sie die Japaner nicht. Also da ist, glaube ich, an dieser Front braucht man sich nicht zu fürchten. Man braucht sie nicht zu fürchten. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, auch noch nicht investierte Anleger könnten sich dann jetzt eben überlegen, in den Markt zu gehen. Wie sieht es von Produktseite aus? Was würde sich dann für die Situation anbieten, je nachdem, wie vorsichtig ist, was man also quasi für einen Anlagehorizont, aber eben auch für ein Risikoverhalten hat? Absolut. Und da ist halt immer die Frage, gehe ich direkt in den Basiswert, da habe ich ein symmetrisches Chance-Risiko, geht es hoch, verdiene ich, geht es runter, verliere ich. Und mit Zertifikaten, das ist so die schöne Alternative, da umschifte ich einerseits das Timing-Problem. Es wird mir, auch wenn ich heute kaufe und der Markt geht noch ein bisschen zurück, habe ich trotzdem die Chance, positive Renditen zu erwirtschaften. Und Sie haben es ja schön angesprochen, wenn ich jetzt sehr vorsichtig bin, dann schaue ich mir vielleicht eher Discount-Zertifikate an, die mir ja einen unbedingten Risikopuffer bieten. Und wenn ich ein bisschen mutiger bin und sage, ich glaube doch mehr an die Chancen und die Risiken eher im Hintergrund, dann schaue ich mir definitiv Bonuszertifikate an, die mir zwar auch
eine Absicherung bieten, aber die ist halt bedingt, sprich der Basiswert darf halt nicht unter eine bestimmte Schwelle fallen, sodass ich meinen Risikobuffer behalten kann. Jetzt haben Sie Risiken schon angesprochen. Worauf muss man generell bei Produkten dieser Art achten? Ja, also generell, also neben dem Marktrisiko natürlich Emittentenrisiko. Das heißt, Sie sollen sich als Anleger sehr genau anschauen, wer ist Ihr Emittent. Aber neben diesen Hard-Faktoren, Marktrisiko, Emittentenrisiko, glaube ich, werden noch so Soft-Faktoren, die sich der Kunde anschauen soll. Wie ist die Handelsqualität? Wie ist der Service des Emittenten? Also wirklich das gesamte Package sich hier anzuschauen. Und dann, glaube ich, hat man als Anleger eine sehr schöne Chance, ein gutes Produkt für sich zu finden. Frau Roma, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Vielen Dank auch. Und ich möchte noch diese Zeit jetzt nutzen, allen Zuschauern schöne Weihnachten zu wünschen und natürlich ein sehr erfolgreiches Börsenjahr 2014. Danke sehr. Ja, das wünsche ich Ihnen natürlich auch, Frau Roma, und Ihnen, liebe Zuschauer, selbstverständlich auch. Ein paar Mal sehen wir uns vermutlich vorher noch, aber das war jetzt eine vorweihnachtliche Ausgabe von Zertifikate aktuell zum Thema Jahresendrallye, ja oder nein. Und die ganze Sendung gibt es natürlich jederzeit auch nochmal unter www.derf.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, tschüss.